Vier Passer, Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding. Ab zum letzten Ritt. Heute geht's nach Frankfurt auf die Dennis James Classic. Wir sind jetzt 3 Tage out von der Dennis James Classic. Ich muss sagen, ich fühle mich ehrlich gesagt ganz schön ausgelaugt, ganz schön scheiße. Ganz schön schlapp. Wir haben jetzt täglich eine Stunde nüchternes Cardio gemacht, getrennt von einer Krafttraining-Session nochmal. Alle Carbs raus, 1700 Kalorien, also wirklich gerade auf Hochtouren. Plus die ganze Schichtarbeit, dem Rumrennen, also wir leisten Arbeit. Jetzt ein bisschen mehr mit dem Oberkörper reindrehen, versuch's mal so ein bisschen. Ja, das reicht schon. Jetzt anspannen, weil jetzt siehst du auch auf der Seite gut aus. Perfekt. Und zum Rücken. Mhm. Stark. Der Gute ist noch nicht entwässert und noch nicht aufgeladen. Er ist einfach nur komplett leer. Das muss man dazu auch noch sagen. Ne? Leer. Leerer geht's gar nicht. Gut, guter Mann. Zeig mir mal eine Back Double Biceps. Die sieht noch gut aus. Komm schon, spann den Po richtig gut an. Arsch anspannen, ja. Starker Typ. Und Latspread, wunderschön. Die Maßnahmen haben wir jetzt ergriffen gehabt, aus dem Grund, weil ich ja vorher in der Classic Physik gewesen bin. Wir haben halt aber gemerkt, dass aufgrund der Auftritte und der Rezensionen, die wir auch da bekommen, ich wesentlich besser ins Bodybuilding passe. Da hatten wir allerdings 2 Optionen gehabt. Einmal mich entweder bis 90 Kilo Klasse zu packen oder bis 80 Kilo Klasse. Mit 84 Kilo eine bis 90 Kilo Klasse in knapp 2 Wochen auszufüllen, das wird nicht passieren. Die Arbeit zu leisten, um mich in die bis 80 Kilo Klasse zu kriegen, können wir leisten und leisten wir immer noch. Und dementsprechend ist das der Grund, warum wir gerade so am Hasseln sind. Ne? Ja, meine Gefühlslage, ich muss ehrlich sagen, das Teilnehmerfeld, das ist mir bewusst, dass das absolut stark sein wird. Dass da absolut brutale Maschinen, die wahrscheinlich 5, 10 oder mehr Jahre Erfahrung als ich haben. Aber ich muss sagen, es ist irgendwo auch eine riesen Motivation für mich, wirklich mal gegen Leute auf der Bühne zu stehen, wo man wirklich auch sagen kann, scheiße, da habe ich noch eine Menge zu tun, um da ranzukommen. Und das ist auch ehrlich gesagt so eine Sache, die mich jetzt gerade auch schon pusht, weil ich will nicht neben diesen Menschen noch schlechter aussehen, als nötig oder machbar. Und ja, im Großen und Ganzen bin ich aufgeregt, ich freue mich drauf und ich sehe es eigentlich als riesen Motivation. Also gute Gefühlslage, würde ich sagen. Ob meine Schwachstellen alle ausgemerzt sind? Auf gar keinen Fall. Also ich bin der Meinung, dass ich auf jeden Fall noch Imbalancen habe. Wir haben aus meiner aktuellen Form wirklich bis jetzt das Beste rausgeholt, was möglich ist. Da bin ich ziemlich stolz drauf und Props nochmal an den Coach dafür. Läuft sehr gut, muss ich sagen. Wir haben auf jeden Fall danach einen guten Aufbau vor uns, an dem auch an einigen Defiziten gearbeitet wird. Im Großen und Ganzen würde ich jetzt nicht meine Masse kritisieren, sondern eher die Proportionen, sprich meine Arme und meine Waden hängen ich finde, die hängen noch ein bisschen nach im Vergleich zu meinem Oberkörper und zu meinen Quads. Aber ja, das ist so, das, was ich dazu sagen kann. Ob ich Bock drauf habe? Was für eine Frage. Was machen wir denn hier? Klar, Alter. Also hast du Bock, die Stage zu rocken jetzt? Klar, Alter. Let's go. Hoffe ich mich gut vorbereitet fühle auf die Dennis James Classic. Absolut. Ich denke, die letzten 2 Wettkämpfe waren eine sehr gute Vorbereitung. Wir haben gute Schlüsse ziehen können von Wettkampf zu Wettkampf, wie mein Körper reagiert. Und ich glaube, dass wir jetzt im 3. Anlauf das beste Paket auf jeden Fall auf die Bühne stellen werden. Und der Rest liegt dann nicht in unserer Hand. Zweifler zum Schweigen gebracht. Ich glaube, der größte Zweifler bin ich selber. Ich bin mein größter Kritiker, derjenige, der immer am schlechtesten von mir denkt. Und ob ich mich zum Schweigen bringe, das werden wir am Samstag sehen. Ich erwarte auf jeden Fall erstmal, mich selber wieder zu schlagen. Das heißt, definitiv besser zu sein als die letzten Male. Alles andere ist Zubrot. Ein Finalplatz wäre mega Erfolg. Ich denke, die Konkurrenz, die dort auf uns wartet, die wird extrem stark werden. Von daher ist, ja,
ich sag jetzt mal grob, Top 10 aufwärts, es wäre mega. Ja. Man weiß, wir wissen noch nicht, wie viele Leute ins Finale kommen, aber wenn wir davon ausgehen, dass es wie immer so um die 6 Leute sein werden, dann wäre das schon echt unfassbar gut. Gerade für die erste Wettkampfsaison. Aber wir lassen uns überraschen. Hausaufgaben, denke ich, sind gemacht. Ja, wie geht's mir die letzten 3 Wochen? Also ich muss sagen, mir geht's eigentlich schon mehr als die letzten 3 Wochen ziemlich beschissen. Ja, aber ich glaube, wenn es einem beschissen geht, ist es ein gutes Zeichen, dann läuft die Diät richtig. Ich glaube, wer sich völlig fit und vital in der Wettkampfvorbereitung fühlt, der macht die Wettkampfvorbereitung nicht richtig. Der Alltag leidet. Der Alltag leidet extrem. Ich habe größten Respekt vor Leuten wie dem Tobi zum Beispiel, der im Schichtbetrieb arbeiten muss, körperlich extrem arbeiten muss. Ich muss ja nur mit meinem Kopf arbeiten und das ist schon anstrengend. Privat leidet auch sehr viel. Das Nervenkostüm ist sehr dünn gestrickt und entsprechend angespannt. Also es ist eigentlich nur noch Energie fürs Training da und ansonsten verbringt man den Tag irgendwie auf der Couch und hofft, dass immer die Zeit rumgeht, um zur nächsten Mahlzeit zu kommen, die dann aber leider nicht so befriedigend ist, dass man satt ist. Also von daher ist es extrem anstrengend, aber es macht unheimlich viel Spaß. Also ich hätte mir das selber nie vorstellen können, ich hatte nie Wettkampfambitionen. Es war eine relativ spontane Entscheidung, nachdem die Sommerdiät eigentlich so gut lief, habe ich mich da mehr oder minder überreden lassen. Und ja, ich muss sagen, ich habe Blut geleckt. Ich bin inzwischen dafür Feuer und Flamme. Das ist mit Sicherheit nicht unsere letzte Wettkampfsaison, die wir machen werden. Aber ich bin auch froh, wenn das dann jetzt mit dem Wochenende erstmal vorbei ist und man wieder so ein bisschen leben und das Leben auch genießen kann. Also da ich ja schon gesagt habe, dass ich selber extrem kritisch bin, muss ich aber tatsächlich eingestehen, dass das jetzige Paket im Vergleich zu vor, sind es 3 Wochen, doch sich extrem verbessert hat. Also selbst jetzt mit nahezu Zero Carbs, ich glaube wir waren jetzt mit knappen 80 Gramm Carbs am Tag unterwegs, sieht das schon echt verdammt gut aus. Das muss ich mir selber auch eingestehen. Und jetzt bin ich gespannt, was passiert, wenn wir die Glykogenspeicher ein bisschen füllen. Und denke mal, dann wird es schon nochmal echt heftig werden. Wir haben uns hier versammelt. 6 Uhr war Treffpunkt. Dieses Mal waren alle pünktlich. Das war wundervoll. Wir haben den ersten Check-up gemacht. Hat auch funktioniert. Wir haben wirklich einen mega Masterplan rausgehauen. Daniel hat in der kurzen Zeit nochmal echt an Gewicht zugenommen. Wir wissen, wie das Niveau auf der Dennis James Classic ist. Durch die NPC-Meisterschaft haben wir uns dafür qualifiziert und haben gesagt, wir nehmen das mit. Und zwar nicht so, dass wir sagen, oh, wir gehen da hin nur für den Spaß, sondern so, dass wir sagen, wir wollen da auch hingehen, vorbereitet sein und krass aussehen. Natürlich ist das Niveau unfassbar krank dort, das wissen wir. Und für all meine Jungs, die gerade ihre erste Saison machen, ist das, glaube ich, schon ein hartes Level. Aber wir haben alle Vorbereitungen getroffen. Tobi ist jetzt in der Bodybuilding-Klasse, zumindest ist das unser Zittern. Wir wollen in den Bodybuilding unter 80 quetschen. Heute Morgen hatte er 81,7, es fehlt also noch ein bisschen. Und Daniel ist einfach unfassbar fucking massiv geworden. Und so können wir einiges, denke ich, rausholen. Ja, um das mal zu zeigen, wir sind hier schon auf dem Weg. Wir haben alles gepackt. Autos sind wie immer voll. Und ja, jetzt wird es erstmal unspektakulär. Wir treten eine 6-Stunden-Fahrt nach FFM an. Frankfurt am Main, wir kommen. Übrigens im Dorint Hotel. Über die Belichtung kann man wieder mal streiten. Die Zimmer sind ein bisschen besser als sonst, habe ich das Gefühl. Definitiv. Wir haben eine Challenge. Ne? Wir müssen, also wir haben jetzt 11.30 Uhr. Ja? Wir müssen Tobi bis spätestens 18 Uhr im besten Fall vorher unter 80 Kilo bekommen. Wir haben einige Maßnahmen dafür eingeleitet. Unter anderem hat er heute auch noch gar nichts gegessen, war aber auch noch nicht auf Toilette. Deswegen im Notfall müssen wir da auch noch was unternehmen. Trinkstopp war schon heute Morgen viel früher als geplant. Das heißt, dein Körper spült und spült und spült.
Hoffentlich. Ja, fühlt sich scheiße an, man hat keinen Bock mehr. Wir gucken uns mal an, wo er steht. Ich hoffe, die Waage funktioniert. Ich hoffe, sie funktioniert. Kann man die kalibrieren wie so eine Digitalwaage, dass du einfach eine Kippe drauflegst? Nee, leider nicht. 81 glatt. Ich dachte, er ist drunter. Okay, er ist genau bei 81. Wir haben also noch 6,5 Stunden für 1 Kilo, das schaffen wir. Für am besten 1,5 Kilo. Wenn ich hier eine Sauna haben. Was Gutes entdeckt in diesen Hotels, das ist extra für solche Situationen gemacht, nämlich hier. Tobi, klappt's? Ja, langsam. Sehr gut. Die beste Erfindung, die es jemals gab. Wir haben noch eine andere sehr gute Erfindung, die wir euch mitgeben können. Das war nämlich in Bayern, in Friedberg. Da war die Toilette gemacht wie ein Glaskasten, der extrem hellhörig war. Und wenn nachts jemand aufs Klo gegangen ist, ne, du willst ja deinen Partner schlafen lassen, gehst du rein in diesen Glaskasten, machst das Licht an und das ganze Zimmer, das war ja klein, war plötzlich so, als hättest du das Licht angemacht. Und es war auch extrem hellhörig, also also ich weiß schon, was du als nächstes machst. Also Benedikt, heute Nacht immer mal wieder, wenn Tobi aufs Klo geht, reingucken. Ob es ihm auch gut geht. Wie es so läuft, ja, wie es so läuft, ganz ehrlich. Ich dachte, es wäre ein Spiegel zum Ausziehen. Das ist voll, Scheiße. Wir sind angekommen. Achso, das hatten wir glaube ich schon. Egal, wir sind auf jeden Fall da. Und jetzt kommt natürlich der obligatorische Einkauf. Wir finden uns hier sehr schleppend zurecht. Ich habe eben fast ein paar Passanten angefahren, aber sie hatten es verdient. Und das ist erstmal das Allerwichtigste. Und jetzt gehen wir wie immer einfach einkaufen und Tobi braucht im besten Fall ein Abführmittel. Also müssen wir danach nochmal zu einer Apotheke. Tobi wiegt übrigens gerade 81 Kilo, habt ihr vorhin gesehen. Die Zeit läuft. Jetzt wird erstmal Ladeeinkauf gemacht. Let's go. Also für jeden von euch ganz wichtig, damit ihr es habt, 4 Packungen Reiswaffeln mit Salz. Eine Packung Erdnussbutter, wenn es die hier gibt, diese tolle Spekulatiuscreme, glaube ich aber nicht, ist auch nicht schlimm. Reissirup, sucht nach Reissirup, den werden wir brauchen, der ist extrem wertvoll. Wenn nicht, müssen wir Honig nehmen, aber Reissirup wäre super. Nippon, also diese Schoko-Reiscracker, die ihr schon das letzte Mal gegessen habt, die sind super. Dann sucht nach etwas wie diesen Karamellwaffeln oder Honigwaffeln, das muss es hier auch geben. Wasser, wieder so ein Sixer-Wasser, ne? Das brauchen wir. Salzpäckchen habt ihr, glaube ich. Und bitte? Ich glaube, wir haben die dabei. Capri-Sonne brauchen wir. Und dann haben wir eigentlich fast alles, was wichtig ist. Marmelade noch. Marmelade. Ich gehe mal zusammen mit dir. Okay. Es gibt hier keine Karamellwaffeln, aber Honigwaffeln, die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Sind auch gut. So. Honigwaffeln sind drin, Schokoreis ist drin. Wir sind angekommen. Ich glaube, hier kannst du parken, das ist kein Problem. Ja, ja. Das, wird das Auto auch hier entgegengenommen und weggebracht? Ja, fahr einfach ins Hotel rein. Okay, sehr gut. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Das hat meine Mama. Hotel, Mike und Anni sind gerade nicht da, wir haben gerade die Cam. Und zwar bin ich ja immer noch am Gewicht machen. Ich habe immer noch über ein Kilo mittlerweile zu verlieren, damit wir so ein bisschen Platz haben. Und wir waren gerade in der Apotheke. Geil. Sehr gut. Ich sollte mir Zäpfchen holen. Ja. Ich bin gespannt. Soll in 15 bis 30 Minuten wirken. Ich kann endlich scheißen, Alter. Jawohl, let's go, Alter. Los geht's. 2 Stunden später. Jetzt haben wir 2:30, ne? Ach du heilige Scheiße. 80,3. Scheiße. Rasant. Dann zieh das mal durch. Zieh das mal durch und danach wird das bis 15 Uhr wahrscheinlich schon passen. Oh, sorry. Wo die Registration ist? Die muss ja irgendwo hier im Haus sein. Dann, du weißt Bescheid. Wir gehen rüber zu Daniel und lassen Tobi mal in Ruhe. Ja, weil damit der Benedikt nicht durchs Zimmer guckt, durchs Fenster guckt. 80,3, das läuft ja wirklich gut. Haben wir alles? Ja. Ihr müsstet jetzt alles haben. So, wollen wir hier oder willst du auch? Flex einmal. Was oder wie? Frontpose.
Diese, das ist das, was wir üben müssen. Wir brauchen genau diese Härte im Bauch die ganze Zeit. Der ist immer noch hier. Haben wir das alles noch ungefähr? Ja, ne? So wie das gestern aussah. Vorgestern haben wir das, was wir da an den Seiten so schön gesehen haben. Aber es kommt hier alles mehr. Gut. So kommen sie gleich. Ja. Guter Look, Alter. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt Zeit. Ihr könnt die erste Schicht Farbe auftragen. Wann hast du das letzte Mal gegessen? Das war 8. Das Rice Meal, ne? Sehr schön. Gut. Oh, dann gucken wir jetzt mal, was er essen soll. Wir essen wieder um 18 Uhr. Ja, das ist 19 Uhr, sein, bis wir wirklich essen. Ja, im besten Fall gehen wir sogar schon vorher. Ja. Wie gut kommst du mit Reiswaffeln klar? So pur? Sehr gut. Ja, pur ist halt ist nicht geil, aber kann ich essen. Werde ich wahrscheinlich auch nur ein einziges Mal von dir verlangen. Danach geht das große Fressen ja los. Ja. Deswegen würde ich deinen Magen gerne so trocken und schonend wie möglich behandeln. Okay. Deswegen, also hast du eine große Packung Reiswaffeln? Wie groß sind die? Ja, das ist gut. Das ist super, das sind 130 perfekt. Kommen Sie hier rein. Ich habe ansonsten auch noch die traumhafte Aussichten hier auf die Autobahn. So, da sind wir. Hier wird ein bisschen was gegessen. Das Zimmer ist okay, kann man echt nicht meckern. Jetzt erstmal ein bisschen chillen, Nachrichten machen. Läuft alles soweit gut, wie ihr gesehen habt. Hier, ich wollte schon sagen, wir richten uns jetzt ein, aber ich packe meine Tasche eigentlich nicht aus. Also für was 2 Tage, ne? Ich greife da immer rein. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Chill-Mode hier. Und dann geht's in 1 Stunde und 10 Minuten allerfrühestens zur Anmeldung. Ja, da will nicht scharf werden, aber ist egal. Und wenn wir das wirklich so früh schaffen, können wir auch früher essen gehen und dann wird das Aufladen auch deutlich unstressiger. Weil Tobi ist direkt morgen früh dran, sobald er seine Gewichtsklasse schafft. Heißt das für uns, ab dem Moment wird er vollgeladen. Also je früher er die Gewichtsklasse schafft und reinkommt, desto besser für uns. Und es läuft sehr gut. Kabi ist fresh gemacht. Zeig mir mal eine Front. 1-2 Schritte zurück wieder, dein Bauch sieht man nicht. So ist gut, ja. Bauch anspannen, richtig anspannen, richtig anspannen. Genau so muss der die ganze Zeit aussehen. Was man bei Kabi deutlich sieht, ist, er hat nicht die meiste Muskelmasse. Aber er hat einen relativ coolen Frame. Durch sein Posing wirkt er nochmal wie so ein Gorilla, weil er die Fäuste so breit macht. Was wir jetzt vorhaben, ist, ihn bis morgen, ohne dass er trinkt, komplett aufzuladen. Das heißt, er wird einfach nur muskulär auseinandergehen. Das ist das, was wir vorhaben. Und das werden wir jetzt Stück für Stück machen, sodass er morgen möglichst massiv kommt. Also der wird morgen noch ein paar Kilo mehr haben und dann wird der Frame noch mal ein bisschen besser kommen. Aber sieht auf jeden Fall schon gut aus und er wird morgen natürlich noch ein bisschen trockener kommen. Nice. So, erste Schichtfarbe soll schon drauf sein. Das ist richtig. Ja. Mich gerade gefragt, ob es das richtige Zimmer ist. Ja. Wo ist der Farbige? Der schläft. Er schläft? Kommt rein. Okay, danke schön. Ich dachte, ihr seid wieder der fremde Mann, der plötzlich in meinem Zimmer. Welcher fremde Mann stand in dem Zimmer? Stand da eine Karte für unser Zimmer bekommen. Der stand hier gerade. Ja, mit seinem Koffer. Das ist genial. Wie fühlst du dich da hier? Bei euch ist was los, ey. Okay, das ist gut. Stehen wir auf. Mhm. Einmal eine Front. Aber hier ist das Licht gerade sehr gut. Mhm. Alter, Tannenbaum ist ja des Grauens gerade gewesen. Dein Tannenbaum am unteren Rücken hat sogar Streifen an seinen Ästen. Anspannen, anspannen. Ja, ja. Da ist die kranke Härte. Jetzt, die Luft. Jetzt ist auch der Serratus gut. Mach mal die Serratus-Pose nochmal so, wo du beide zusammendrückst so. Das nimmt sehr schöne Form an. Zeig mir auch Spaß nochmal deinen Rücken und spann mal richtig an, dass man den Tannenbaum nochmal sieht. Achtung. Guck mal, das ist schon krass. Das ist schon ordentlich. Da kann man Weihnachtskugeln aufhängen. Das meine ich, ist es besser, die Arme hier oder hier? Etwas tiefer. Und ja, so ist perfekt. Druck auf der Schulter. Ja, du hast die
Wir werden so ungefähr in 2 Stunden spätestens am Essen sein, hoffe ich. Ja, wir wollen schon früher da sein, im besten Fall. Wenn du nicht befürchtest, dass es dich zu sehr stopft, iss die bitte noch. Okay. Weil die trockenen Carbs, genau wie trockenen ohne alles, die tun dir gerade richtig gut. Und alles andere später gibt's Essen, gibt's Eis, gibt's dies, gibt's das. Okay. Deswegen ist es gut. Wir haben gerade einen Hammer erfahren. Also wir sind ja schon so ein bisschen cool mit der ganzen Sache, dass es 250 Euro hier kostet. Mhm. Alles gut, alles gut. Dass es jeder Extrastahl kostet wie viel? Keine Ahnung. Okay, Betreuerbündchen würde ich mir übrigens nochmal überlegen, weil mehrere Klassen besser. Es gibt keine andere. Achso. Nur noch Master. Okay. Und die ist ab 40 diesmal. Und dann Betreuerbündchen kostet und dies und das. Aber jetzt kommt der absolute Oberhammer. Wenn ich als Betreuer in den Bühnenbereich möchte. Das Gesicht. Ja, du ahnst, worauf das hinausläuft. Dann muss ich mir extra eine Karte kaufen für den Bühnenbereich. Das ist kein Scheiß. Und zwar auch extra für die Prejudgings und auch nochmal fürs Finale. Nein. Für die ganze normale Eintrittspreise. Ich als Betreuer darf. Du darfst nur Backstage. Ich darf nicht vor die Bühne, also ich darf nicht in den Bühnenbereich. Aber hat denn nicht Benedikt schon Karten gekauft? Der hat nur eine ganz normale Bühnenkarte. Naja, aber dann könnte man noch. Aber ja. Hat er ja keine, oder? Ja, sollten wir ihn nicht Backstage holen? Ja, aber er möchte es ja auch vorne sehen, deswegen hat er sich die ja gekauft. Und Backstage kostet 100 Euro, weißt du? Kann ich mal tauschen? Ich würde Benedikt gern Backstage holen, aber ich hole Anni schon eine Karte, das sind 100, dann müsste ich 200 Euro extra ausgeben. Das ist schon cool. Ja. Dann müssen wir, das ist die größte, dann müssen wir zur Not, dann hilft es nichts, dann müssen wir wie die Staaten zusammenlegen und für dich nochmal Karten für draußen holen. Das habe ich noch nie erlebt, sowas. Also das habe ich wirklich noch nie erlebt, das ist ja... Das heißt theoretisch, wenn du ihr ein Betreuerbändchen holst, sie darf nicht zugucken. Ja, sie darf sich nur im Backstage... Sie darf nicht mal, wenn du auf die Bühne gehst, sie kann nicht zugucken. Sie, und im Backstage ist ja auch nicht geil. Also im Backstage ist ja nicht gemütlich oder so. Du kannst ich habe ja mir schon sitzen. Fast gedacht, muss das ich ganz ehrlich sagen. Das ist dann die Frage, ob du dann nicht eine normale Karte nimmst. Eine normale Karte, denn das macht für mich keinen Sinn. Das habe ich auch gesagt. Zimmer Service. Ah, was geht ab? Diese. Was ist denn das hier für eine Luxus-Suite? Ja, die ist für, Digga, der hat kein Sichtguckfenster hier in seinem Scheißhaus. Also. Okay. Also das ist eigentlich genau, wir halten mal fest, das Einzelzimmer ist genauso groß. Ich sag ja. Es ist nur irgendwie ein Einzelzimmer. Ja, fertig. Das Bett ist ein bisschen kleiner. Ja, die eine Hälfte vom Bett. Also du hast den Jackpot hier. Und der Spiegel ist viel geiler hier. Der Spiegel, den gibt es nämlich bei uns nicht. Der alle Formchecks nur noch bei Kabi. So, seid ihr fertig mit Farbe und allem? Ja. Okay, sehr geil. Formchecks einmal am besten, kriegen wir von hier Licht rein. Ups. Einmal eine Front Relax. Beine, Druck, genau. So sehen gute Beine aus. Fieser Scheiß. Ganz, ganz fies. Spann mal richtig die Bauchmuskeln an. Flex, flex, bleib so, bleib so. Okay. Das sah schon mal ein bisschen härter aus, aber ich glaube, das wird bis morgen wieder. Das ist alles super. Schön. So, jetzt ist der Moment der Wahrheit, weil wir haben 15.46 Uhr. Also wir haben auch noch Zeit, ne? Aber wenn das Gewicht jetzt passt, dann gehen wir direkt zur Waage. Alter! 79,9. Das ist schon scheiße knapp, oder? Das ist verdammt knapp. Aber mit der linken Waage, glaube ich, ist das ein Versuch wert. Ja, hoffen wir mal, dass die hier gut genug ist, ne? Genau. Immer noch 79,9, ne? Wollen wir es vielleicht mal probieren, dass wir die Waage woanders hinstellen? Also, dass wir die verrücken im Raum? Das habe ich schon mal gemacht. Das habe ich schon gemacht. Okay, bleib eben gerade auch. Okay, hol sie mal trotzdem. Aber er meinte ja, die andere steht auf dem Teppich. Wollen wir die mal auf einem Teppich ausprobieren? Können wir auch machen. Es ging jetzt nur erstmal auf verschiedenen Positionen und dann gleichen Bogen. Ja, das daran denke ich auch immer. Also ich habe das schon gemacht. Ich wechsle die auch immer durch. Okay, dann gucken wir mal auf den Teppich, weil die andere unten steht ja auf dem Teppich, die Glaswaage. Und das ist auch eine Glaswaage. Ja, gut. Aber also, was ist hier los? Auf dem Teppich bin ich hier bei 72 Kilo. 72? Ja, jetzt bin ich ganz recht.
Probier mal bitte woanders auf dem Teppich. Boah, darf ich mich wieder auch mal auf dem Teppich? Stabile Dienst. Freut mich, danke. Wir feiern dich auch, du bist stabil. Wir freuen uns auf ein ordentliches Battle. Aber nur, weil ich deine Videos gucke. Ja, nur deswegen. Das seelische Stabilität zählt ja auch. Das gehört dazu. Nein. Der gute Herr, den kennt ihr vielleicht doch von dem NPC-Vlog. Der war mit Daniel auf der Bühne. Hat damals eine ordentliche Figur hingelegt. Mit langen Haaren, genau. Jetzt ist meine Kampfversuche. Genau. Jetzt ist Kampf. Und hat den Arsch aufgerissen. So. Alle am Start hier. Ey, ich habe auch mal einen Hose ein bisschen anders gemacht. Nee, das ist ein Charakter. Ich bin schon mit jetzt wird's ernst für Tobi. And your NPC card, please. Alter, Punktlandung, ich hab's doch gesagt. Punktlandung. Scheiße. Mike, ja. Wie viel sind eigentlich diese zwei Papierstreifen in deiner Hand wert? Ist nur einer, aber so. Mit dem von Anni habe ich eben gerade entspannt mal 200 Euro weggehauen. Ist natürlich super entspannt. Ne? Und wir haben, brauche ich ja nicht nochmal erzählen, das Ärgernis darüber, dass wir den Rest nochmal selber kaufen müssen. Das ist schon, das gibt der Sache einen sehr bitteren Beigeschmack, aber hey, wir haben sie. Und passt, die Athleten finanzieren das ja auch mit, so ist es nicht, aber mir geht es ja in erster Linie auch um die Athleten. Das ist nicht schön und ist auch nicht fair. Da brauchen wir nicht gut reden. Ne? So, wie geht's dir? Bist du happy oder was? Was für happy? Da gesehen, Punktlandung. Bro, Punktlandung, ey, ich schwör's, ich hab noch gezittert. Ich stell mich da auf die scheiß Waage rauf. Dann was los mit der Waage? Und dann kommt der Typ an, ja, stell dich mal auf die andere. Ich stell mich rauf, ich guck 80, 82, 81, die ganze Zeit hin und her. Ich zieh noch den Bauch rein, als ob's was bringt, weißt du? Luft rauslassen. Ja, ja, auf einmal bleibt sie genau bei 80 stehen. Und direkt runter, ey. Ey, wie gut ist das bitte? Props an dich auch, ne? Ich alles gut, den, Punktlandung. Ich esse gerade mein Rice Meal. Genau, wir haben es vorher angemischt, damit er direkt essen kann, weil wir müssen ihn jetzt bis morgen früh um 9 voll machen. Wir haben jetzt 16.44 Uhr, wir gehen jetzt gleich los Burger essen. Wir treffen uns in 15 Minuten unten. Also das heißt, jetzt geht's Schlag auf Schlag, jetzt wird geladen. Ich kann zum ersten Mal seit zwei Monaten gefühlt lächeln. Ey. Das ist wirklich. Wir haben den Sinkflug, glaube ich, so vor 2 Wochen eingeleitet, ne, und haben wirklich gesagt, so und so, okay. Schritt für Schritt. Jeden Tag wirklich nüchternes Cardio mit Krafttraining davon getrennt, bei Schichtarbeit, bei allem drum und dran mit 1700 Kalorien. Bin gestorben, Alter. Gestern noch 82 Kilo, ne? Ja, ja, ab jetzt fängt der lustige Part an. Jetzt geht's nur noch bergauf. Das ist Digga, 80,0 ist schon Wahnsinn. 80, wie fühlst du dich jetzt? Er darf jetzt Rice Meal essen. Er hat sich wie viel? 150 Gramm und 30 Gramm Whey, ey. Hat er sich angemixt mit wenig Wasser trotzdem? Ey, guck mal, ihr seht ja, dass der Löffel so klein ist, das ist beabsichtigt, ne? Dass sich genau, das Stück jeder, für Stück. Jeder wird genossen, jeder Bissen. Alter. Stück für Stück ist auch gut für deine Verdauung, wenn man das so macht. Also das Schwerste ist geschafft. Tobi ist drin in der 80 Kilo Klasse. Und jetzt wird der Gute aufgeladen bis morgen. Eigentlich müssen wir nach dem Laden gehen. Ich schon erwähnt, dass ich Menschen hasse. Gelegentlich. Ja.
Warte, ich wollte dich mal sehen. Jetzt sind wir hier bei Jamie's Burger in Frankfurt und wurde uns empfohlen. Sieht auch gut aus, die Karte, ein bisschen klein, aber wir haben gesehen und gehört, hochwertig. Deswegen wird hier jetzt aufgeladen. Wir gehen für die Dennis James aufs Ganze. Das bedeutet, wir machen die Jungs voll as fuck. Und darauf haben wir hingearbeitet. Daniel lädt schon seit 3 Tagen. Kabi auch schon so ein bisschen. Tobi durfte gar nichts essen, bei dem müssen wir viel aufholen. Und ich habe heute noch gar nichts gegessen und das ist meine Ausrede, weswegen ich heute auch viel essen werde. So, das heißt, wir hauen jetzt rein. Jeder von den Jungs darf sich so 3-mal Süßkartoffelpommes gönnen mit einem Burger. Und dann werden wir mal in 2 Stunden, das ist unser Vorteil, das ist noch nicht spät, in 2-3 Stunden checken, wie sie aussehen. Und dann gehen wir gegebenenfalls noch mal ein paar andere Leckereien holen. Deine wievielten Süßkartoffelpommes sind das jetzt? Muss ich kurz rechnen. Ich glaube, das ist die 5. Portion. Wie gab es dazu? Ja. Mike, hast du vergessen, uns mitzuteilen, dass du gerade auf DMP bist? Überleg mal, ich wäre auf DMP. Ich aussehen würde. Ich müsste nackt am Nordpol holen. Alle würden wieder das sagen, außer Benedikt. Zuständig, wie man hier sehr schön sehen kann. Das ist der innere Kopf, der kürzere. Der heißt Caput Brevis. Das ist der kürzere, der ist für die Kugel zuständig. Und dann einmal hier, das ist der Brachialis-Muskel, der liegt dazwischen. Wenn man Hammer Curls macht, trainiert man ihn, damit er dicker wird. Und außenrum halt ein bisschen nach oben rückt. Das klappt bei Daniel auch sehr gut. Schauen wir uns noch mal den schönen Bizeps an. Das hier ist der laterale Trizepskopf. Kann man sehr schön trainieren, wenn man die Trizepsübung am Körper macht und unterstreckt. Das ist wunderschön. Und hier hinten setzt wunderbar sichtbar. Guck mal, der geht bis hier rum und setzt eigentlich hinter den Schulterblatt an. Deswegen musst du für den langen Trizepskopf tatsächlich Übungen über Kopf machen. Ja? Und dazwischen, ganz klein, mal gucken, ob man den bei den sieht, mach mal lang. Wenn ich mich nicht irre, aber eigentlich ist der nicht sichtbar. Das hier drunter ist der mediale Kopf. Ganz kleiner. Bescheidenen Bude. Wir haben sie etwas mehr eingerichtet, verwüstet, irgendwas dazwischen. Ja, wie ihr mitbekommen habt, ein echter Krimi. Tobi haben wir richtig gut reingekriegt. Die Jungs haben jetzt gegessen. Tobi und Daniel haben 5-mal Süßkartoffelpommes, also Pommes, gegessen plus Burger und Nachtisch. Und genau 3 Stunden ungefähr, nachdem die Süßkartoffel drin waren, das ist dann jetzt demnächst, werden wir den nächsten Check machen. Und es muss eigentlich heute noch was rein, weil alles, was das Aufladen angeht, sollte heute im besten Fall vor dem Schlafengehen passieren. Morgen wird auch noch was passieren, aber nicht mehr allzu viel, im besten Fall. Deswegen checken wir das gleich mal. In der Zwischenzeit waren wir einkaufen, haben uns ein bisschen eingerichtet. Das nasche ich immer gemütlich, wenn ich am Laptop sitze. Dann haben wir hier... Ja, wir haben Riegel gefunden. Ne? Also, das ist ja wirklich toll. Also wir sehen ja Eiweißriegel als Süßigkeiten. Ne? Das ist jetzt keine Eiweißquelle, das sind Süßigkeiten. Und wir mögen die auch echt lecker. Und Rewe und Co. haben manchmal halt echt gute Auswahl. Und wir haben einfach zugeschlagen. Gut, das ist keiner. Ne? So, dann haben wir hier noch später für einen abendlichen Snack eingekauft. Hier gibt es einen kleinen Kühlschrank. Für morgen Energy Drinks. Hier gibt es auch C4 Energy Drinks. Ich feiere die sehr.
Ja. Ohne Worte. Aber okay. Wie immer, Entertainment System ist natürlich geregelt. Nicht nur im Urlaub kann man gut shoppen, sondern auch in anderen Städten gibt es Sachen, die es bei uns nicht gibt. Und die werden gekauft. Und dann schmeißt dir irgendein Idiot Fußball-Sammelkarten mit in die Tüte. Aber ist so. Da sind die zwei Prinzessinnen. Und hier wird jetzt noch ein bisschen gechillt, bevor es dann gleich zum Check geht. Das ist, ich weiß, und los geht's. Versuch das mal komplett zu verinnerlichen. Ticken mehr Kippen vielleicht? Mhm. Ja. Trotzdem Brust raus dabei. Das sieht gut aus. Weiter? Oh ja, ja, ja. Ich bin noch ein Haken. Weiter? Ja. Der Seite ist jetzt schwierig. Ich stehe jetzt auch, genau. Ja, besser. Mhm. Und kippen wir noch ein bisschen vor? Ja! Ja, perfekt. Jetzt das, hast du nämlich unten die. Ja, das ist, wie du aussehen musst. Puh, jetzt kraft's überall. Aber so siehst du perfekt aus. Das ist schon heftig krank. Okay. Ups. Dann macht ihr dann. Probier das mal nichts. Auch, auch wenn du einen Ticken die Hüfte vorschiebst. Ob wir da deine. Okay. Frame ist super. Mhm. Bisschen mehr Ellbogen vor. Ja. Noch mehr. Mhm. Weil in der, mach's bitte nochmal, die Lackpose, die eben von ihm. In der, das ist nicht wie die Back-Double-Biceps, hier musst du Spannweite beweisen. Hüfte vorschieben, also Hüfte vor, Spannweite raus. Jetzt bist du einfach nur breit. In der anderen kommt die Struktur. Guck, und jetzt zeigst du, was du drauf hast. Das ist nämlich Struktur. Darf ich mal? Nee, nee, bleib so. Nur deine Arme müssen nach vorne bewegen. Ja. Daumen nach hinten. Das ist schön Kühlschrank. Bauch anspannen. Wechsel. Bisschen mehr. Den hier reindrehen. Genau, viel schöner. Okay. Zeigen ein bisschen. Wechsel. Oberkörper mehr. Ja, Bauch anspannen. Der Latt fehlt mir wieder ein bisschen. Schulter ein bisschen tiefer. Genau, da hängt es noch ein bisschen mit der Koordination. Bauch anspannen. Nächster Wechsel. Es ist wieder soweit. Zeit fürs Aufladen, Zeit fürs Aufladen. Und wir haben uns hier wieder an der Tankstelle eingefunden. Und wir müssen es wieder über den Nachtschalter machen. Das ist so beschissen. Aber gut. Für Ben & Jerry's muss man eben an eine Tankstelle gehen. Und ja, gucken wir mal, was für eine Auswahl hier ist. Willst du auch eins? Mal schauen. Mal schauen, okay. Wieder 10 Euro eins. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it.